Hallo ihr Lieben, wir schneiden gerade am Hörbuch Lady Bedford 101, die Leiche ohne Gesicht. Und da haben wir tatsächlich eine Stelle gehabt, in der ich euch mal an einem praktischen Beispiel zeigen kann, wie wir falsche Silben innerhalb eines Satzes austauschen. Wir haben das ja ab und zu sogar schon in der Hörspielkammer quasi erwähnt oder auch vorgeführt. Hier habe ich es jetzt für euch mal im Video gefilmt. Und zwar haben wir erst nach der Hälfte der Aufnahmen nochmal im Ausspracheduden festgestellt, dass es nicht Kapitel heißt, sondern Kapitel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man lernt täglich dazu. Und dann haben wir natürlich Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, alles nochmal schön aufgenommen. Und jetzt gibt es aber in, welche ist es? Welches? In Kapitel 7 gibt es den Satz, er hatte mit dem Kapitel abgeschlossen quasi. Und da sage ich aber leider noch Kapitel. Und an diesem Beispiel zeige ich euch jetzt mal, wie man da einfach die falsche Silbe einfach nur austauscht. Das geht los mit dem falschen Take. Mit dem Kapitel Marble's Cove. Dann gehe ich zum Anfang. Dort habe ich die Kapitelangabe des Kapitels. Kapitel 7. Da schneide ich jetzt quasi nur Pit raus. Ziehe den zu dem Take, der falsch ist, und ersetze da die Silbe. Mit dem Kapitel Marble's Cove. Ja, so einfach geht's, scheint aber für sehr viele Hörspielmacher ein riesiges Problem zu sein. Ja, frohes Fest.